Hui, bisschen aus der Puste. So, hier haben wir es jetzt schon mal hochgezogen. So, da vorne steht Steven mit dem Boot. Ich habe von hinten geschoben, er hat gezogen. Das drehen wir gleich um, beziehungsweise also ich nehme die Kette. Da ist auch eine Bremse dran unten. Man hat zwei Ketten, eine zum Bremsen, eine zum Halten. Und dann geht es da durch den Tunnel durch. Und dann geht es dann wieder runter ins Wasser. Da schwimmt es wieder. Hier sieht man gut den Unterschied, wie wenig das hier runter geht im Gegensatz auf der anderen Seite. Wir müssen jetzt den Slipwagen noch wieder hochbringen in den Tunnel und eben aus den Schienen heben für den nächsten Benutzer. Und dann geht die Fahrt weiter. So, aber dann nehme ich euch nochmal eben mit. Hier das schmierige Ding hier. Ne, du musst die Bremse. Ah, ist okay, ist los. Ja. So, da steht das Ding wieder. Die Kette da noch eben rein. Ja, momentan sind hier Bauarbeiten. Unten steht auch ein Schild für die Benutzung des Slipwagens. Soll man sich irgendwie den Bauleitern von Montags bis Freitags von 7 bis 17 Uhr wenden. Samstags und Sonntags ist lippenfrei. Falls sie hier was bauen wollen oder so. Naja, so. Gehen wir mal um. Da steht's. Ja. Genau, hier ist das nochmal. Ja. Ich muss erst meine Füße sauber machen. Ich auch. Wenn ich mit den schlammigen Füßen direkt in meine Schuhe rein bin, hätte keine Lust, den Barfuß da hochzuziehen, weil das voll die Betonkette da ist. Oh, schön sehen die aus. Schön. Ja. Schön ist anders, ne? Ja, jetzt erstmal hier schön ein Füße waschen Vlog. Das Wasser ist übrigens relativ warm sogar. Auf der Weser ja. Hier, wo nicht so viel Strömung ist, also vor Bremen, nach Bremen, ja. So gesehen. Wir haben halt hier nicht viel Strömung. Und in Bremen hat man ja Hoch- und Niedrigwasser, also eine Tide, Ebbe und Flut, weil es von der Nordsee kommt. Und das hat man hier oben nicht, weil halt diese Sperrwerk-Dinger dabei dazwischen sind.
oder gleich mit dem Wasserstand. Dann hast du halt viel weniger Strömung als unten. Dann ist die Weser auch wärmer. Wir haben übrigens in der Sonne, habe ich eben gemessen, irgendwas mit 31,8 Grad oder so. Aber ich glaube, das sind ungefähr 17, 18 Grad haben wir. In der Sonne natürlich ganz was anderes. Und auf dem Wasser ist das immer noch ein bisschen anders. Ich bin auch schon ganz schön rot. Und wir haben alles richtig gemacht. Keine Sonnenbrille, keine Sonnenmilch, keine, ja, keine Ahnung, gar nichts. Ja. Ach Gott, er hat nicht mal eine Cappy oder irgendwas dabei. Weil die ist auch wichtig, wenn du auf dem Wasser unterwegs bist. Ist eigentlich immer Kopfbedeckung, aber gar nicht verkehrt. Sagen, wir haben einen Pfeffi dabei. Siehst du, Pfeffi hat er. Damit können wir zwar nicht einschmieren, aber Zähne putzen kann man damit. Beruhigt die Nerven. Ja. Beruhigt die Nerven und Zähne putzen kann man damit. Hier sieht man noch mal den Schlamm. So sahen meine Füße übrigens auch aus. So, gut. Ja, wir machen hier mal los. Ich gehe noch pinkeln und ja, dann sind wir weiter unterwegs. Nächster Stop, hoffentlich. Schaffen wir nicht ganz, glaube ich, Pferden. Wäre Pferden. Wir kommen vielleicht gerade noch an Pferden ran. Da werden wir dann übernachten. Kurz zwischendurch, hinter mir, wahrscheinlich sieht man es nicht wegen der Sonne, obwohl das geht vielleicht, das ist die Weser, ist da, ich sehe gar nichts, also da geht es so lang, von da sind wir gekommen und jetzt fahren wir hier in die Aller rein, Richtung Pferden, so ungefähr von hier aus bei unserer recht langsamen Fahrgeschwindigkeit mit nur 6 PS. Nein, wir können auch schneller, aber um ein bisschen Sprit zu sparen. Wir waren die ganze Zeit relativ lahm unterwegs. Würde ich mal sagen, so 1,5 Stunden, dann sehen wir auf jeden Fall Pferden. Also dann sind wir so gerade am Anfang von Pferden. Ja. Falls das nicht klappt und wir sonst noch irgendwo rumeiern wegen irgendwelchen Video, Telefonaten und Sprachnachrichten, dann suchen wir uns irgendeinen Platz. Also wir haben auf jeden Fall vor, bis 21 Uhr durchzufahren, weil 21 Uhr und irgendwas ist Sonnenuntergang. Wir haben es jetzt 18.40 Uhr. Ja, und dann, wenn Sonnenuntergang ist, dann suchen wir uns da irgendwo ein Plätzchen, wo wir übernachten können. Ist aber weiter. Ja, wir sind kurz vor Pferden, wie man sieht. Haben wir doch ein bisschen schneller erreicht als gedacht sogar. Ja, wir fahren auf jeden Fall jetzt unter der Brücke da hinten unter durch. Und dann noch ein Stück weiter. Dann kommt so eine Aussichtsplattform. Da versuchen wir mal anzuhalten, weil da ist eine Tankstelle direkt nebenan. Dann machen wir nochmal einen Kanister voll. Tanken da eben. Ja, da fahren wir noch ein Stück hoch und suchen uns einen schönen Platz zum Übernachten. Ja. Langsam wird es ein bisschen frischer. Die Sonne steht nicht mehr ganz so hoch. Wie man sieht, keine Ahnung. Ja. So ist das auf jeden Fall. Mal gucken. Eventuell kommt uns heute Abend noch ein Bekannter besuchen. Je nachdem, wo wir dann sind nachher. Und ja, ich habe ja diese Anfrage geschaltet da, ob ihr Bock habt auf einen Livestream oder nicht.
Bin ich mal gespannt, was da gleich bei rauskommt. Eventuell gibt es dann heute noch den Livestream, aber den habt ihr dann ja schon gesehen, wenn das Video rauskommt. Ja. Also. Gut, wir fahren erstmal weiter. Aber das kann auch so noch sehen. Ja. So, wir haben jetzt Sonnenuntergang. Es ist 21.10 Uhr. Und wir sind jetzt kurz hinter Pferden. Und zwar drehen wir eben um. An dieser Brücke hier, die kennt ihr eventuell aus einem von meinen anderen Videos, die Wanderung mit Natururin nach Dörferden und der Übernachtung in der alten Ruine. Wenn ihr es nicht kennt, ich werde das mal verlinken oben in der Ecke, das Video. Guckt euch das gerne an. So, wir machen jetzt hier noch so 1-2 Kilometer noch hoch. Die Aller und suchen uns da dann einen Platz zum Übernachten. Aber das werdet ihr jetzt gleich wahrscheinlich sehen im nächsten Schnitt. Wir haben inzwischen schon Kaffee getrunken, was wir frühstückt und so. Da haben wir geschlafen. Über Nacht hat sich meine Luftmatratze irgendwie verabschiedet und gedacht, ich lasse jetzt mal die ganze Luft ab. Aber es war gar nicht so schlimm. Es ist relativ weich da, wo wir gelegen haben. Jo. Der ganze Kram hier, der wird jetzt eingepackt. Und dann geht es auf den Rückweg. Können wir eben schauen hier. Ui, Distel. Da hinten sieht man die Brücke, glaube ich, noch. Die Eisenbahnbrücke, wo wir da durchgefahren sind. Und in dem anderen Video drüber gelaufen sind. Das heißt, wir sind kurz hinter Pferden. Joa. Der Hinweg war komplett gegen die Strömung und ja, das ist schön, jetzt auf dem Rückweg, da können wir schön mit der Strömung fahren. Geht also ein bisschen schneller, beziehungsweise mit weniger Verbrauch. Verbraucht haben wir ungefähr 10 Liter Sprit hier hoch und haben aber noch ungefähr 15 im Kanister. Ich war gestern noch mal eben bei der Tankstelle und habe noch mal 10 Liter geholt. Ja, dann müssen wir zusammenhangen und dann losfahren. Zugelaufen. Ja, jetzt sind wir in Langwedel an der Schleuse. Da sind allerdings momentan Bauarbeiten. Da haben wir im Internet schon nachgeschaut. Aber so richtig rauslesen konnte ich jetzt nicht, ob man hier trotzdem schleusen kann oder nicht. Auf jeden Fall ja, geht das jetzt momentan nicht. Fahren wir rum wieder zur anderen Seite und setzen dort dann rüber. Ja, also wir sind jetzt schon ein ordentliches Stück weitergefahren. Wir wollten eigentlich wieder zu dem See. Sind jetzt aber noch ein kleines Stück, also dran vorbeigefahren jetzt, ein Stück weiter gefahren. Jetzt haben wir diesen kleinen Strand hier gefunden. Da sind wir jetzt angekommen und kochen ein paar Nudeln. Ja. Und dann gucken wir mal, wie das hier noch so bleibt. Wetter ist ja sehr gut. Ja. Auf jeden Fall werden wir gleich erstmal essen und dann schauen wir weiter, was wir dann machen. Sieht das hier aus. Ja.
Ab und zu fährt mein Boot vorbei. Heute ist Montag. Darum ist relativ wenig los auf dem Wasser. So, das erste Stück oder die ersten 2 Stunden Fahrt oder 3 Stunden, ja, bestimmt 3 Stunden waren es, da kam uns gar kein Boot entgegen. Und dann kam irgendwann eins und dann nochmal so eine halbe Stunde fahren, dann kamen ein paar mehr. Ja, genau. Liegt aber auch da dran an der Schleuse wahrscheinlich, dass da momentan Bauarbeiten sind und man da nicht durch kann. Da kommt man mit dem Boot da hinten ja gar nicht weg. Außer, so, das ist so die maximalste Größe, würde ich sagen, die man über diese Schiene darüber ziehen kann. Naja, jetzt warte ich erstmal ein bisschen Nudeln fertig und dann gibt's Essen. Ja, jetzt sind wir wieder da. Boot haben wir schon ausgeleert vorne, ein Stück weiter hoch. Da ist der Parkplatz, wo das Auto steht. Da haben wir alles ausgeleert. Und Steven holt auch schon den Wagen, dass wir das Boot jetzt noch eben wieder rausziehen aus dem Wasser, abstellen. So, jetzt ist das Boot auch wieder eingepackt und weggestellt. Ja, müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich euch öfters bei der Bootstour auch mitnehmen soll, also ein Video machen soll. Man kann halt relativ wenig reden, weil, wie gesagt, wir nur einen Zweitakter haben und der ist halt immer recht laut. Ja, kann man gucken, dass man bei der nächsten Tour vielleicht, also wir sind jetzt immer sehr viel gefahren, wir waren eigentlich nur ja immer irgendwo angekommen, haben was gegessen und sind dann fast schlafen gegangen und am nächsten Tag weitergefahren. Wie gesagt, das hat der Steven sich jetzt neu gekauft, das Boot, beziehungsweise gebraucht gekauft. Und das sollte eigentlich nur mal so eine Probefahrt sein, größere Tour. Ja, hat es auf jeden Fall gut bestanden. Hier und da hatten wir nochmal ein kleines Problemchen mit dem Motor. Und zweimal irgendwie Vollgaser, Schwimmerkammer voll gewesen, würde ich sagen. Und dann hatten wir einmal irgendwie einen Hänger vom Getriebe, da ging dann der Gang nicht rein, aber jetzt läuft das alles wieder. Ja. Genau, also schreibt ruhig in die Kommentare, ob ich weiter die auf den weiteren Bootstouren auch filmen soll oder nicht. Oder ja, weil man kann halt wenig reden. So, okay. Bis dann, ciao. Audio Jungle.